Okay. Dann machen wir das. So, hallo, guten Morgen. Heute sind wir in Yorktown und da ist ein neuer Fuß-, Radweg- und Pferdeweg eröffnet worden. Und Herr Prestin, Sie können mir bestimmt was erzählen über diesen Fußweg, warum er gemacht worden ist, wohin er geht und ja, vielleicht, was er gekostet hat. Tja, Yorktown Village, ein neuer kleiner Stadtteil von Schweinfurt. Sehr beliebt inzwischen. Die Menschen richten sich hier häuslich ein. Und jetzt ging es auch darum, die Anbindung dieses kleinen Stadtteils zu verbessern für Fußgänger, Radfahrer, für Menschen, die den Bus erreichen wollen im Hainig. Dafür ist dieser Geh- und Radweg jetzt gebaut worden. Und natürlich wollen wir auch die Belange des Reitvereines berücksichtigen. Daher gibt es diesen Pferderandstreifen. Und der Fußweg wurde in Eigenregie gebaut, habe ich gehört? Ja, das wurde jetzt ausnahmsweise in Eigenregie gebaut. Der Servicebetrieb hat das geleistet. Jetzt habe ich natürlich die Frage, wir sind heute in Yorktown Village und da wollte ich mal fragen, ich bin reingefahren und da sind immer noch diese Panzersperren, diese Eingangszäune außenrum eingekastelt. Hat ja geheißen damals, wie das versteigert worden ist, es kommt weg im Herbst. Jetzt ist ja schon fast ein Jahr vorbei. Was passiert? Naja, also es kommt weg, sagen wir es mal so. Wir haben gesagt, wir möchten ja das restliche Gebiet, also vom bestehenden Yorktown Village bis runter zur Bowlinghalle und zur Sporthalle auch noch überplanen, das Wohngebiet erweitern. Und wir haben jetzt doch gemerkt, naja, es ist vielleicht sinnvoller, sich erst zu überlegen, wie dieses Gebiet aussieht, wie da die Erschließung aussieht, wo wir am besten anbinden, bevor wir jetzt Tatsachen schaffen. Der Zaun steht halt auch noch ein bisschen länger gut. Ich denke, das macht man alles erst dann, wenn man weiß, wie der Rest aussieht und wo die Erschließung dann hinkommt. Also es liegt nicht daran, dass die Anwohner hier sagen, wir wollen mehr Sicherheit und lassen das Ding lieber mal stehen. Naja, das ist ein anderes Thema. Auch die Stimmen gibt es natürlich. Jetzt bleibt es erstmal so lange stehen, mindestens bis man mal weiß, wo man es richtig anschließt. Und dann werden wir es entscheiden. Jetzt wird das Gebiet ja auch erweitert nach hinten raus. Da wird eine neue Straße gebaut. Und vorne bis zur ehemaligen Bowlinghalle, wo ja jetzt ein Fitnesscenter reinkommt in diese Bowlinghalle. War das in dieser Bowlinghalle, ja. Was passiert da jetzt noch? Also zum einen erweitern wir dieses kleine Gebiet mit der Alaska-Straße. Das wird jetzt gerade gebaut, bringt nochmal ca. 14 neue Bauplätze. Und dann haben wir ja eine sehr große unbebaute Fläche, die dann Richtung Stadt hinweist. Da müssen wir einen neuen Bebauungsplan entwickeln, ein neues Baurecht schaffen. Das möchten wir im nächsten Jahr angehen, also die Planung und das Baurecht schaffen. Und da auch wieder die Möglichkeit geben, Wohnen anzusiedeln. Also gut, dann bedanke ich mich und freue mich schon richtig drauf, wenn das mal endlich. Ja, wir ebenfalls. Danke. Sind also Leute auf mich zugekommen, als ich hier Pressetermin war und haben gefragt, warum bleibt dieser Skaterpark nicht einfach erhalten für unsere Jugendlichen hier in Schweinfurt? Die Frage war, warum reißt man diesen Skaterpark auch in naher Zukunft ab? Will man ins neue Baugebiet Yorktown Village reinfahren, muss man durch diese massiven Befestigungsanlagen der Amerikaner reinfahren. Ursprünglich sollten die schon letztes Jahr verschwunden sein, aber naja, man sieht ja, sie stehen immer noch. SWN TV